Gut. Jetzt möchte ich mit dir ein kleines Experiment machen. So, okay. Was wir machen, ist eine kleine Traumreise. Ja? Hast du, wie du kleiner warst, da Lieblingsonkel, Lieblingstante irgendwas in Richtung gehabt? Habe ich gehabt. Was? Ja. Lieblingstante? Tante. Ja. Lieblingstante, ja. Ganz genau. Ich möchte das Folgende von dir haben. Ja? Stell dir vor, du gehst mit deiner Tante spazieren. Mach die Augen so, stell dir das kurz vor. Ja? Du bist noch kleiner, gehst mit deiner Tante spazieren. Die Tante nimmt dich an der Hand und dann geht es durch einen Wald. Ein wunderschöner Wald und du siehst die Tante und wie sie dir alles erklärt und du hörst die Worte von der Tante und dann geht es durch den Wald. Und auf einmal kommt ihr auf eine Lichtung. Ja? Und auf dieser Lichtung steht ein blauer Tisch. Und auf diesem blauen Tisch ist dieser Gegenstand. Ja? Und du siehst diesen Gegenstand und stellst dir vor, sagst, was macht dieser Gegenstand hier? Der hat nichts damit verloren. Ja? Was macht dieser Gegenstand? Und du schreist, schau mich bitte an und schrei jetzt laut in deinem Kopf. Nur im Kopf, Tante, schau, da liegt das. Tante, schau, nichts sagen, nur schreien. Im Kopf, schau mich an. Ja? Und schrei das laut im Kopf, schrei das laut im Kopf. Ja? Okay. Ich habe mich erst festgelegt. Okay, also wie gesagt, es ist ein Experiment. Also wie gesagt, wenn es nicht schief geht, oder wenn es schief geht, nicht schimpfen mit mir. Okay, kannst du jetzt laut und für alle zum ersten Mal sagen, was dieser Gegenstand war, den du gesehen hast? Kirsche. Eine Kirsche? Danke dir. Ich muss jetzt nur noch mal zurück, weil du sehr laut geschrien hast, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber weil du laut den Namen der Tante auch geschrieben hast, kann es sein, dass deine Tante Magdalena oder so geheißen hat? Magdalena? Die Tante Magdalena? Ja. Sehr schön.